Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video in unserer Fusion Grundlage Tutorial Reihe. Und in diesem Video wollen wir hier so eine Werkzeughalterung für Gabelschlüssel erstellen, die man auf so einer IKEA Lochrasterplatte, die nennt sich glaube ich Sketis, äh, befestigen können. Wir schauen uns mal gerade kurz ein kleines Video an. Das ist ja schon unsere fertige Werkzeughalterung. Hier sind so kleine miniatur drin. Und die kann man hier ganz einfach aus- und wieder einhängen. Und so herrscht natürlich dann in dem Hobbywerkstatt oder in der Modellbauwerkstatt wesentlich mehr Ordnung. und wie man das ganze Teil konstruieren und auf welche Maße wir dann etwa einsetzen können und welche Tricks da gibt es, um äh, ein bisschen effektiv zu konstruieren, schauen wir uns gleich gemeinsam nach dem Intro an. So, fangen wir mal mit einer neuen Konstruktion an. Und ich mache mal zuerst meinen Grundkörper. Dazu mache ich mir hier mal einfach ein Rechteck in meiner äh, Vorderansicht. Ich ziehe das mal hier auf. Bemaßungen sind jetzt mal beispielhaft für meine Gabelschlüssel. Das muss man dann natürlich für jedes Werkzeug, das man hier dann sortiere oder befestigen möchte, gestrennt einrichten. So, ich habe hier mal 120 mal 35. Das Ganze machen wir jetzt so im Volumenkörper mit Extrudierer. So, dann machen wir 35 Tief. Einfach eintippen und mit Return bestätigen. Dann können wir hier mal mit A unser Farbewerkzeug aufrufen. Standardgrün drauf, dass wir das auch besser sehen. So, und jetzt können wir hier schon mal unsere Bau, unseren V-Ausschnitt erstellen. Deswegen machen wir hier einfach mal äh, eine Mittelfläche. Und zwar gehen wir hier auf die Mittelfläche, klicke hier unsere zwei Fläche an. Dann wird hier automatisch in der Mitte eine neue Ebene erstellt und auf der Ebene, die markieren wir uns, so erstellen wir jetzt dann hier eine neue Skizze. Tipp oder kleine Tipp, wenn ich hier in der Skizzepalette das Aufschneiden aktiviere, habe ich es hier einfacher zu zeichnen, mit L das Liniewerkzeug nochmal aufrufe. Wir fangen mal hier mit einer Mittellinie an, so klicke dann vom Ende der Mittellinie wieder nach oben, wähle mal hier die Mittellinie an, ich wandle die mal in eine Konstruktionslinie um. Und dann spiegeln wir uns einfach hier noch die Linie auf die andere Seite rüber. So, da brauchen wir uns nämlich hier dann um die Ausrichtung von dem Winkel keine Gedanken machen. Jetzt können wir hier den ganzen Winkel bemaßen. Das sind 190 Grad. So, dann müssen wir hier noch den Abstand bemaßen. Also nochmal mit D. Bemaßungswerkzeug, die zwei Punkte fassen. Und jetzt für meine kleine Gabelschüssel langt hier eine Öffnung von 15 mm. Jetzt bemaßen wir einfach nur noch hier. Den Abstand nach hinten, dann zu unserer Lochrasterwand, und da möchte ich gerne meine Schlüssel ähm, 20 mm von der Wand entfernt haben. So, wenn wir das entsprechend bemaßt, dann können wir die Skizze fertigstellen. Und jetzt schneiden wir einfach hier die V-förmige Nut aus unserem Grundkörper raus. Dazu benutzen wir wieder Extrudierer. Die Fläche hat er schon ausgewählt. So, Jetzt müssen wir hier noch den Vorgang umschalten, und zwar wollen wir hier ausschneiden, und dann ziehen wir das einfach mal hier rüber. Damit es auch auf die andere Seite rüber geht, können wir hier dann unter Richtung auf symmetrisch umschalten. ich weiß jetzt hier nicht genau mein Maß. Also klicke ich einfach mal hier die Fläche an. Das sind hier 60 mm. Ich ziehe mal im Kopf 5 mm ab, also 55 mm. Dann mit Return bestätigen habe ich jetzt hier schon mein V-förmige oder meine V-förmige Nut erstellt. Als nächstes machen wir jetzt hier in der Mitte. Ich habe insgesamt fünf Gabelschlüssel, also immer ungerade Zahlen, da können wir hier in der Mitte skizzieren. Machen wir jetzt hier einfach nochmal einen Schlitz mit rein, den wir dann hier durchschneiden. So, also auf der Vorderfläche hier eine Ebene erstellen. Ich zeichne mal hier die Mitte an. Wie fange ich jetzt hier die Mitte? Einfachste Möglichkeit, ich einfach mal hier runter. So, markieren wir hier mal die Mitte. Und wenn ich jetzt hier den Punkt markiere und die Linie und gehe dann hier auf meine Abhängigkeiten, dann habe ich hier... Den Mittelpunkt, den wähle ich mal aus und dann wird automatisch hier die Linie, den Mittelpunkt ausgerichtet oder alternative Lösung. Ich fahre halt hier über die Linie drüber, solange bis hier oben das Dreieck als Abhängigkeit erscheint und fange dann an zu skizzieren. So, jetzt machen wir hier nochmal unser Rechteck auf. So einfach hier mal den Abstand runtergehen. So, das Ganze spiegeln wir wieder auf die andere Seite rüber. So, damit wir hier noch das Bemaßer Meine Schlüssel eine breite in etwa vom griff von 2,5 mm deswegen mache ich hier so meinen schlitz 2,7 dann passt es ganz gut rein so wichtig ist wenn ich jetzt hier mit drüber mit der maus drüber fahre dass ich hier eine geschlossene fläche habe da wir hier an der körperkante sind haben wir hier eine geschlossene fläche das heißt die können wir auch dann ausschneiden so und jetzt extrudieren wir das hier raus und zwar hier auf die andere fläche Klick mal hier bis auf die Kante, das sind wir bei minus 14. Und die Schlüssel haben eine Breite von 4 mm oder 5. Das heißt, da gehen wir hier nochmal auf minus 20 mm, über die Mitte drüber und raus das ist ein bisschen viel. Dann machen wir hier die minus 18. So und dann haben wir hier entsprechend, dass wir hier dann auch die Gabelschlüssel reinsetzen können. So, wenn ich jetzt hier unterschiedliche Dicken habe von meinem Schlüssel, muss ich natürlich hier jetzt mit. Vielleicht äh, alles in einer Skizze einzeichnen. Bei mir passt es jetzt, von der, dass die alle gleich sind. Deswegen kann ich jetzt hier mit einer linearen Anordnung arbeiten. So, Ich wähle jetzt hier dann aus, dass ich hier Elemente vervielfachen will. Und dann wähle ich mal hier meinen Ausschnitt, das, was ich ausgeschnitten habe, aus. Als nächstes müssen wir sagen, an welcher Achse. Das können wir hier sagen, in der Richtung. So, Insgesamt brauche ich fünf Stück. Also wählen wir hier die fünf aus. Aber gern symmetrisch. So, dann verteilt die uns richtig. Und jetzt können wir die entsprechend hier ausrichten. Und ich sage mal, ja, okay, gut, ich mache es hier mal auf 46 mm. FMW müssen wir hier das noch ein bisschen anpassen. Das schauen wir dann. So, gehen wir hier rein. Jetzt sind wir das entsprechend hier schon. Äh, könnt ihr mir schon unsere Gabelschlüssel reinmachen? Problem habe ich hier noch, dass ich wie befestigt ich das an meiner Loch. Äh, Wand. Und da gibt es ein kleines System, das finden wir hier auf der Webseite Printables. Und zwar sind es die Skedis T-Nuten Mount oder das Skedis T-Nuten Mounting System. Da hat der Entwickler 6 d hat das entwickelt. Und zwar sind es hier so kleine 3D gedruckte Nutensteine, entweder mit äh, Imbusschraube M2,5 oder M2. Und dann braucht man praktisch in seine Werkzeughaltung nur noch entsprechende Bohrungen reinmachen und kann dann hier mit m 2 Schräubchen oder mit M25er Schräubchen, kann man das dann hier am Lochraster System befestigen. Wichtig ist nur noch dann hier der Lochabstand von meine einzelnen Bohrungen. Und hier brauche ich halt ein Vielfaches von 40. Wenn ich auf einer Reihe habe, wenn ich die Bohrungen diagonal anbringe, dann reicht ein Abstand von ein Vielfaches von 20. In dem Fall hier 40. Oder ich kann jetzt bei mir halt dann. Die Breite von unserem Halter sind 120 mm, deswegen werde ich hier versuchen, meine Bohrungen auf 80 mm zu fertigen. So, bevor ich aber jetzt hier die Bohrungen reinmache, schneide mir hier vorne noch ein bisschen was ab, weil das braucht nicht alles hier voll gefüllt sein. Das heißt, wir machen uns, wir machen einfach hier auf einer Seite eine kleine Fläche, zeichnen uns hier mal ein Dreieck an. Na. So, Wichtig ist, dass man hier nicht unbedingt jetzt eine Abhängigkeit erwische. So. Die Linie hier hinten brauche ich 5 mm. Und hier vorne die Höhe. Das lassen wir hier mal auf 12 mm. Dann passt es für meine Bedürfnisse. So, und jetzt schneiden wir einfach von unserem Volumenkörper hier das Dreieck komplett durch. Schneide das aus. Gehen hier nach hinten. Können wir hier zur Sicherheit sagen durch alles. Das heißt, wenn wir noch später die Breite anpassen. Das brauchen wir uns darum nicht mehr kümmern. Und da wir hier nicht ist alles voll Druck gewollt, müssen wir auch noch hier unsere Schraube dann reinbringen. Wandeln wir das Ganze jetzt mit einer Schale um. Deswegen als nächster Arbeitsschritt, beziehungsweise bevor wir die Schale machen, hübschen wir das Ganze noch ein bisschen auf. Das heißt, wir machen hier noch unsere Phasen mit rein. So, da können wir hier zum Beispiel größere Phasen reinmachen. Müssen wir jetzt einfach hier die Kanten ein bisschen anwählen. So. Und dann machen wir mal 3 mm. Und dann können wir hier noch die Kanten. Ich mache jetzt nur mal als Beispiel an einer. Dann machen wir mal 1 mm. Und die restlichen müssen wir dann natürlich auch noch machen. So. Und jetzt können wir hier unsere Schale anwenden. Ich möchte hier hinten auch noch äh, Platz haben, so deswegen wähle ich hier die zwei Fläche aus und eine Wandsteige von zwei Millimeter reicht. Dann habe ich das hier entsprechend ausgehöhlt. So und jetzt machen wir hier auf der Innenseite einfach noch eine neue Skizze. Aufschneiden tun wir den jetzt noch nicht, weil ich gehe mal hier in die Mitte mit rein. So jetzt fangen wir hier mal die Mitte. Wir sehen es, ich habe hier ein blaues Dreieck und so, dann gehen wir hier runter. So, das in Umwandler. Und dann fangen wir mal hier rüber. Setze uns hier eine Bohrung mit rein. Wir haben zwei er Schraube. Das heißt, wenn ich hier auf 2,7 die Bohrung mache, immer hier genügend Platz. Und gleich nochmal ein zweiter Kreis drum. Den machen wir mal auf 7. So. Jetzt können wir ja auch eine Konstruktionshilfslinie umwandeln und dann spiegeln wir das Zeug gerade rüber auf die andere Seite. So, jetzt bemaßen wir das noch. So, gehen wir mal hier kurz rein, den Abstand von den zwei Bohrungen. Und ich habe gesagt, ich möchte hier gern 80 haben. So, dann schaue ich mir das gerade mal an. Das heißt, ich werde hier einfach den Abstand von den einzelnen äh, hier noch ein bisschen vergrößern, damit ich hier mehr Abstand zu meiner Bohrung habe, damit ich später dann hier mit dem, äh, mit dem Schraub, mit dem, mit dem Inbusschlüssel besser rankomme. Also gehen wir hier gerade mal kurz rein in unsere lineare Anordnung, bearbeite und hier gehe ich mal von 46 mm auf 47 mm. Und nicht Meter, sondern Millimeter. So. Dann haben wir das angepasst. Und dann sind wir hier ein bisschen weiter von unserer Schrauberköpfe weg und wir müssen nochmal was rein, deswegen die Skizze nochmal bearbeiten. Uns fällt nämlich hier oben die Höhe. Ich schalte das mal einfach hier ab. Und zwar möchte ich gerne hier von der Oberkante und hier 16 mm weg sein. So, da gehen wir auf 17. Und dann können wir das hier fertigstellen. So, dann können wir hier mal die Kreise 3 mm nach raus extrudieren. Das ist dann praktisch so eine Erhöhung für unsere Schrauber, damit wir auch ein bisschen mehr Material haben. So, die Skizze nochmal kurz einschalten. Und dann wählen wir einfach noch mal die Kreise aus. Und die extrudieren wir jetzt auf die Rückseite, nach hinten. Sage okay. Und zum Abschluss einfach hier noch eine Phase anbringen, damit wir das dann auch später ohne Supportmaterial 3D drucken können. 3 mm tragen wir da ein und fertig. Jetzt noch schnell Ausschalter und jetzt haben wir hier entsprechend unsere Halterung für Skettis, die wir schön an einer Lochrasterplatte machen können, um unsere Gabel zu sortieren. Viel Spaß beim Einsatz der Konstruktionsmethode für eigene Projekte und wir sehen uns dann beim nächsten Video.